Ja, hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So nicht, meiner allwöchentlichen Presseschau zur Mitteldeutschen Zeitung. Wenn wir auf die letzte Woche zurückschauen, so ist klar, dass ein Ereignis im Zentrum des Interesses steht, der Anschlag von Hanau. Deshalb will ich auf den Meinungsartikel dazu eingehen, außerdem noch einen nachträglichen Kommentar zu der Causa Lars-Jörn Zimmer. Ihr erinnert euch, das war der mutige CDU-Abgeordnete, der eine Zusammenarbeit mit der AfD gefordert hat. Und einen, ganz interessanten Artikel zur Aufforstung als Mittel gegen den Klimawandel. So, jetzt zu Hanau. Eigentlich wollte ich ja zu Hanau wirklich gar nichts mehr sagen. Denn die AfD hat mit Hanau nichts zu tun und dieser Doppelstandard, wonach immer, wenn ein geistesgestörter Rechtsextremist eine Bluttat verübt, dies der AfD in die Schuhe geschoben wird und man also alle Argumentationskunst und alle billige Rhetorik darauf verwendet, es so darzustellen, als habe er auf Anweisung aus der AfD-Zentrale gehandelt. Und man aber dann bei islamistischen Attentätern reflexartig diametral entgegengesetzt verfährt und sofort erklärt, es habe alles mit dem Islam nichts zu tun. Dieser Doppelstandard, der ist so offensichtlich, dass man dazu eigentlich gar nichts mehr sagen muss. Aber es gibt einige Dummheiten, die sind so dreist, dass sie nicht unkommentiert bleiben können. Und das war der Fall bei dem Meinungskommentar in deinem Z am 23. Februar von einem gewissen Andreas Niesmann. Hanau markiert einen Einschnitt. Der Name Niesmann, das ist also, was die Literaturwissenschaftler ein Telling Name, einen sprechenden Namen nennen. Er passt nämlich wunderbar zu dem Rotz, den er hier produziert hat und der hier abgedruckt wurde. Gut, also jetzt zu seinem Kommentar. Er beginnt: Die Frage wird eines Tages die Zeithistoriker beschäftigen. Warum musste erst ein so monströser Anschlag wie der von Hanau geschehen, damit die deutsche Mehrheitsgesellschaft die Bedrohung der Demokratie von rechts außen endlich erkennt? Aus einer imaginierten Zukunft schaut er also zurück und prophezeit uns: Von hier und heute geht eine neue Epoche in der Weltgeschichte aus. Hanau, das ist jetzt die Wende. Es gab diesen Terrorismus schon immer, aber jetzt hat die Republik ihre Lektion gelernt und jetzt wird alles ganz anders. Naja, und was soll sich ändern nach seiner Meinung? Was fordert er? Ein Ende des Sparkurses bei der Polizei? Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen? Oder vielleicht eine psychologische Überprüfung von Waffenträgern, was ich bei aller Liberalisierung des Waffenrechts für sehr sinnvoll halten würde? Nein, nichts dergleichen fordert er, sondern er fordert jetzt als die Lehre aus den Ereignissen von Hanau eine verschärfte Bekämpfung der AfD. Und der Zusammenhang, also die Art und Weise, wie er diesen Zusammenhang konstruiert, die ist einfach selbst entlarvend. Er fängt nämlich an: Der zeitliche Zusammenhang mit dem politischen Tabubuch von Thüringen tut sein Übriges. Also er stellt erstmal fest, wir haben einen zeitlichen Zusammenhang, also eine zeitliche Nähe. Nun ja, es geschieht viel in der Welt gleichzeitig oder zeitnah zueinander, ohne dass es irgendeinen Zusammenhang haben muss. Naja, aber er stellt das mal fest, die zeitliche Nähe. Und dann kommt er im nächsten Absatz zum Zusammenspiel. Er spricht vom Zusammenspiel dieser Ereignisse. Was jetzt schon voraussetzt, dass hier eine gewisse Verbindung besteht, ein gewisser Zusammenhang, ein innerer Zusammenhang, Aktion, Reaktion, Zusammenspiel. So, und damit kommt er dann zu einer wahren Hasstirade gegen die AfD. Er spricht davon, dass die Demokraten von bürgerlich, nicht von rechts, von bürgerlich bis links, denn diese Demokratie in seinem Verständnis, die hat keinen rechten Flügel mehr. Wie dem auch sei, die Demokraten von bürgerlich bis links, die rücken zusammen, die stehen gegen die Feinde der Demokratie, die Brandmauer gegen rechts steht, der Graben zur AfD wird noch tiefer und das findet er gut. Diese Spaltung der Gesellschaft, die wir eigentlich überwinden müssten, die wird hier von ihm gepriesen. Das ist die Lektion, die man aus Hanau gelernt hat. Ja? Als würde damit irgendein Anschlag dieser Art verhindert oder als würde damit einer weiteren Eskalation, einer weiteren Verrohung der politischen Auseinandersetzung vorgebeugt. Im Gegenteil, er arbeitet darauf hin, er leistet seinen Beitrag dazu,
zur Eskalation und zur Steigerung der Gewalt. Und was er hier macht, ist im Grunde nichts anderes als die AfD zum Sündenbock zu erklären. Das ist eine klassische, also er erfüllt alle Kriterien der Sündenbock-Theorie. Eine ausgegrenzte Gruppe, aus seiner Sicht auch eine Minderheit. Ich sehe das anders, aber es ist aus seiner Perspektive sozusagen eine Minderheit, die wird ausgegrenzt, die wird für etwas verantwortlich gemacht, was sie nicht getan hat. Und das geschieht, um von wahren Problemen abzulenken und um die Legitimationskrise der Machthaber zu überwinden und die Identität der Gegengruppe zu stärken. Der Sündenbock. So, das ist die AfD. Und insofern steht die AfD strukturell dort, wo zwischen 33 und 45 die Juden standen. Das kann man so sagen. Und damit argumentiert Andreas Niesmann, um jetzt einen Begriff, der in seinem Lager üblich ist, zu verwenden, damit argumentiert er strukturell antisemitisch. So, so viel zu dem Rotz des Herrn Niesmann. Jetzt noch zu kurz zu einem Nachtrag zu Lars-Jörn Zimmer, der mutige CDU-Politiker, der gefordert hat, dass mit der AfD kooperiert wird. Der ist, anders als ich vermutet habe, leider nicht ganz ungeschoren davongekommen, sondern der musste seinen Posten im Landesvorstand ruhen lassen. Das findet Hagen Eichler richtig. Der findet es gut, dass der Holger Stahlknecht jetzt durchgreift. Er findet es nicht ganz so gut, dass leider der Lars-Jörn Zimmer seinen Posten in der Fraktion behält. Dafür müsste er mit 2/3 abgewählt werden. Diese Mehrheit ist nicht darstellbar zurzeit, was ich gut finde. Hagen Eichler findet es schlecht. Und jetzt aber der Gipfel. Seine Hauptkritik richtet sich darauf, dass ein Rücktritt ohne Einsicht, dass dieser Lars-Jörn Zimmer nicht die richtige Einsicht zeigt. Dass es also so aussieht, als würde er sich nur äußerlich dem Druck fügen, aber innerlich an seiner Überzeugung festhalten. Und das geht nicht. Ja, bitteschön, was soll er denn machen? Soll er in einer Antifa-Fahne barfuß von Magdeburg nach Connewitz pilgern und sich in Connewitz in den Staub werfen? Ja, Hagen Eichler erwartet im Grunde eine völlige innerliche Unterwerfung unter die herrschende Doktrin. Und das ist in meinen Augen nichts anderes als Stalinismus. Gut, so viel zu Hagen Eichler. Und jetzt noch abschließend zu zur Aufforstung im Saalekreis. Ein Artikel vom Donnerstag, 20. Februar aus dem Neuen Landboten, also das ist der Regionalteil, das sich auf den Saalekreis bezieht. Und da wird eine Studie der ETH Zürich zitiert. Demnach sei Aufforstung der effektivste Weg im Klimaschutz. Ich gratuliere zu dieser Erkenntnis. Ja. Also wenn es ihn denn gäbe, den CO2-verursachten Klimawandel, setzen wir es mal voraus. Ich glaube noch nicht dran, aber setzen wir es voraus. Wenn es ihn gäbe, dann wäre selbst ohne diese Voraussetzung die effektivste Klimapolitik eine Aufforstungspolitik. Global, eine weltweite Aufforstungspolitik. Damit würden wir die Holzproduktion erhöhen. Wir würden einen Industriezweig fördern. Außerdem wäre Deutschland auch schöner, wenn hier wieder mehr Wald stehen würde. Im Saalekreis ist nur 8% der Fläche bewaldet. Da ist damit Schlusslicht in Sachsen-Anhalt. Und deshalb fordert die SPD, dass man jetzt die Aufforstung in Angriff nimmt. Ich bin da sehr dafür. Das können wir voll unterstützen. Der Rest des Artikels handelt hier von technischen Problemen, dass der Saalekreis kaum eigene Waldflächen hat, wie man jetzt die Sache angeht, ob man jetzt Waldflächen kauft oder wie sonst. Das ist alles lösbar. Leider aber hat auch dieser Artikel ein Defizit. Und zwar weist er nicht darauf hin, dass angesichts dieses Umstandes, der hier von der ETH Zürich sozusagen analysiert wurde, die herrschende Klimapolitik völlig verfehlt ist. Wir bräuchten im Grunde Aufforstung statt dieser herrschenden wirtschaftsfeindlichen CO2-Politik, und dann hätten wir einen gangbaren Weg, wie dem auch sei. Ich hoffe, dass dieser Artikel einen Denkanstoß gibt, und wenn ich jetzt für den Saalekreis spreche, so kann ich sagen, die AfD-Fraktion Saalekreis wird diese Politik unterstützen. Und damit bin ich für heute am Ende. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Restsonntag. Bis nächste Woche. Dann sehen wir uns wieder.